Weiter geht es mit einer neuen detektivischen Folge Gotham Knights. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr supporten wollt, bewerten, kommentieren, der ganze Käse eben, ihr kennt's. Nehmt euch bitte die Sekunde. Dankeschön. So, der Trainingsbereich. Grundlagen. Was müssen wir denn machen? Fähigkeitentraining, fortgeschrittenes Training. Okay, Verhör. Erfahre, wie du Kriminelle verhören kannst, um neue Informationen zu gewinnen. Alles klar, schauen wir mal rein. Wir müssen lernen, wie wir Infos rausprügeln. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst den Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Lass deine Wut los und hör auf den Klang meiner Stimme. Okay, Batman ist mein Sensei. So, halte Pfeil nach unten gedrückt, um Verbrecher zu scannen und den Informanten so ausfindig zu machen. Pack Informanten, um sie zu verhören. Reduziere ihre Lebenspunkte oder falle schleichend über sie her, um sie zum Reden zu bringen. Alles klar. Erstmal scannen. So, feindlich. Feindlich, aber mit Infos. Das heißt, wir gehen ran und schnappen uns den Dude. Rede. Jetzt. Shane, ich spiel mit. Das reicht mir. Alles klar. Yo. Ich wünschte. Batsche jetzt erstmal ein bisschen runter. Reicht das? Ja. Spuck's aus. Okay, okay. Ich sag dir alles, was ich weiß. Das war einfach. Und danach schön die Fresse genau, zu Brei. Direkt zu Brei zerhackt. Du bist weit gekommen, Jason. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Batman, ich bin weit gekommen. Wir können auch jederzeit den Charakter wechseln, aber ich will noch ein bisschen hier Jason spielen. Aber ich hätte auch mal irgendwie Bock auf Batgirl. Ich weiß auch nicht. Ich finde die hier eigentlich ganz cool dargestellt. Viele sind auch Nightwing-Fan. So. Back in the City. Mit einem eher klassischen Outfit. Ja, was meint ihr? Sieht gut aus, oder? Sieht richtig gut aus. Finde ich auch. So, die Stadt, die niemals schläft. Wo immer kriminelle Aktivitäten sind. Schauen wir mal rein. Fallakte. Okay, wir müssen Freaks verhören. Schauen wir mal, ob wir ein paar Freaks finden. Das einzig Doofe ist, also ich denke, mit Batgirl hast du auf jeden Fall eine geilere Art, dich fortzubewegen. Weil er ist halt eher so der träge Klopper, ne? Wehr dich nicht, dann ergeht's dir. So, wer hat Informationen? Beeil dich, bevor die Helden aufkreuzen! Ja, ich bin einer von diesen Helden. Ich hab dich, Red Hood! Achtung! Schnell! Jemand hat Kirk Langstrom erledigt. Weißt du was darüber? Ich war's nicht! Ich hatte nichts mit der Wandnagelei zu tun! Mann, jetzt kriege ich das versprochene Supergehör nicht mehr! War das so schwer? Das Supergehör? Alter, der zerrobbt die aber gut! Das Supergehör. Was meinte sie denn damit? Aber oben auf den Dächern sind die nicht, oder? Wo können die überall sein? Die bösen Boys and Girls. Ja, angeblich hier unten, ha?
Ups. Das passiert, wenn du nicht auf mich hörst. Irgendjemand Infos? Er hier. Was war das? Bam! Alter, hauen die jetzt ab, oder was? Au! So nicht. So nicht. Warte, warte, warte. Dein Kumpel Langstrom wurde ermordet. Was weißt du? Jetzt rede schon. Ich wusste nicht mal, dass der Trottel tot ist. Gebt ihm der Saus. Kerl hat uns gutes Geld gegeben, damit er uns das Zeug spritzt. Sicher, dass es kein Raubüberfall war? Vielen Dank, Arschloch. Tja. Die hätten wir erledigt. So, das war's. Aber ich habe noch nicht genug, ne? Ich habe noch nicht genügend Infos. Fallakte. Okay, ich brauche irgendwie Mafia-Leute. Wo sind Mafia-Leute? Also hier in der Gegend schon mal nicht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also hier ist nochmal was 240 Meter und hier ist nochmal was mit 240 Meter. Gut, dann gehen wir mal hin. Straight in die Richtung. Also hier sind Freaks in dem Gebiet. Ich denke mal, die Mafia wird irgendwo anders sein. Schwupps. Schwupps. Oh, ist das die Mafia? Nee, sind auch wieder nur Freaks. Gern geschehen. Bams. Wow. 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 Alter, die eine da hinten mit ihrem Knüppel gibt mir so auf den Senkel. Da ist die Information, Kumpel. Scheint nicht. Aber ich bin immer noch Level 2. Wäre ganz geil, wenn wir mal Level 3 werden würden. Weißt du was? Alright, let's go. Ich gehe einfach mal in eine andere Gegend. Moment, wenn ich hier drauf drücke, ich muss das alles lernen, das ist so viel. Hier, kann ich das irgendwie markieren? Okay. Fallakte, Quasselstrippen. Wo ist das? Hier oben sehen wir das Viertel. Wo wir hin müssen. Mafia-Gegend. Also hierhin. Alright. Cruisen wir los. Auch wenn ich dafür noch ein bisschen zu schwach bin angeblich. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich meine, bis jetzt sind die Gegner ja nicht so mega krass hardcore unterwegs. Na, mit dem Bike ist man schon recht schnell agil von A nach B. Boah, Alter, was für eine riesige Brücke. Die längste Brücke aller Zeiten, Freunde.
Da wären wir, Mafia City. Wow, easy, pal. Alles klar, wir gehen hier mal nach oben. Was ist das, eine Festung von denen? Dude. Dankeschön. Ah, scheint eine Festung zu sein. Da hängen sie ab, die bösen Jungs. Und da wollen wir jetzt rein. Ich weiß ja nicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Oh yes, Alter, da ist eine Menge los. Na gut. Entweder ich bekomme ultra hart auf die Fresse. Oder wir reißen es. Gott sei Dank ist der dämlich, der Junge. Mafia raufbeult, aber alle haben keine Informationen oder was? Alle haben keine Informationen. Besiege alle Gegner, sabotiere die Bohrer. Guck. Mach doch mal Pause. Okay, der Kollege da hinten shootet einfach gegen die Wand, oder was? Ja, aber das ist ja eine easy Mission. Yes, endlich. Endlich. Genau das, was ich wollte. Und noch mal ein bisschen Loot. Moin. Wow, 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 wow. Hey, Mr. Cloppery Time. Ey, die sind aber auch echt nervig unterwegs, ne? Alter! Das hässliche Mafia-Vibe erstmal zerlegt. So, Gegner habe ich alle besiegt. Bohrer sabotieren. Zwei Stück insgesamt. Dann schauen wir mal rein. Hätten wir. Aber ich habe keine Informationen. Also muss ich wirklich Mafiosis on the street erledigen. Nur die wissen, was die Straße flüstert. Sind das da hinten Mafiosis? Ich hoffe. Ja, die Schurken haben keine Chance. Ich hasse dieses Gerenne. Komm schon los! Okay, warte, 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 ihr seid so schnell. Gespannt, was sie als nächstes tun. Ey, es gibt's nicht. Lass mich mal darüber. Ich muss sie halt scannen. Ja, er hat Infos. Was ist das? Moin.
Dein Kumpel Langstrom wurde ermordet. Was weißt du? Jetzt rede schon. Ich weiß nicht, wer den Doc erledigt hat. Seine Forschung war geheim. Nicht mal mein Chef wusste, dass ich für ihn arbeite. Vielleicht war es ein Unfall. Glockenturm. Deiner scheint zu wissen, warum Langstrom tot ist. Wir haben Talias Standort. Wir können mit ihr reden, während wir unseren Plan überarbeiten. Sende die Koordinaten. Geht klar. Danke. Boah, ist die weit weg. Ich brauche ganz dringend hier mein Bike. Wäre geil, wenn ich mich irgendwie drauf hucken könnte. Gut, reden wir mal mit Talia. Schauen mal, was sie zu melden hat. Und wieder die längste Brücke aller Zeiten, Baby. Weil wir sie alle so lieben, diese Brücke. Genau deswegen nehmen wir sie so gerne. Weil wir sie so unendlich lieben. Okay, ich bin immer noch auf Kurs, ja. Ja. Läuft. Also ich finde, es sieht richtig schön aus, das Spiel. Die Stadt kann mich von der Optik her schon mal sehr überzeugen. Perfekt angehalten, ne? Glockenturm, ich habe Talias Position fast erreicht. Talia, du bist nicht willkommen in Gotham. Nimm deine Liga und geh. Ich werde sie nicht anführen. Ich wurde verbannt. Ich sollte dir also echt glauben, dass Ra's Tochter seinen Job nicht geerbt hat? Die Leiche zu vernichten, ist ja auch gar nicht verdächtig. Mein Vater bestand auf Bruce als nächsten Anführer der Liga, trotz seiner Weigerung. Seit dem tragischen Duell ist Ra's Mission das Einzige, was die Liga vereint. Wenn Bruce sein Erbe war, warum tötete Ra's ihn? Das macht keinen Sinn. In der Tat. Es war irrational von ihm. Ich wusste, dass Batman sein Ende sein würde. Doch die wiederholte Nutzung der Lazarusgruben zerstört unseren Geist. Und irgendwann wird das wahre Selbst gelöscht. Und anstatt Ra's die Chance auf Wiederbelebung zu geben, hast du seine Überreste lieber verbrannt. Es war ein logischer Entschluss. Ein schnelles Ende für ihn. Ein Schlussstrich für die Liga und für mich. Jetzt wollen sie meinen Tod. Tja, wir haben, was wir wollten. Du kannst nun gehen. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Die Beerdigung war stilvoll. Bruce hätte sie zu schätzen gewusst. Nein, spiel mir jetzt nicht die Trauernde. Du hast mir nicht geantwortet. Nein. Aber ich frag dich was. Was will ein Möchtegern-Held im Leichenschauhaus? Du wolltest doch nicht zu mir. Das ist eine laufende Ermittlung. Laufend? Hinterlassen von Bruce. Ich wünsche dir viel Glück. Du wirst es bald brauchen. Denn wenn die Liga wieder auf die Beine kommt, ist Gotham ihr nächstes Ziel. Ninjas. Glockenturm, ich habe Talia getroffen. Sie ist wohl raus aus der Liga.
Überraschend, oder auch nicht. Hast du deshalb nichts zu Langstrom gesagt? Wir sollten ihr keine Hinweise geben. Wir haben die Nase vorn. Das ist gut so. Glockenturm Ende. Ah, diese scheiß Ninjas, ne? Es gibt ein Problem. Kannst du zum Glockenturm kommen? Worum geht's? Hier ist eine Nachricht von Harley Quinn. Das wird dich interessieren. Oh, yes. Harley? Das könnte ein Problem sein. I'm on the way. Miss Quinn? Warum nicht? Es soll ja auch richtig viele Schurken hier geben. Also ich bin echt mal gespannt, wen sie da noch alles rauskitzeln. Pinguin soll ja auch drin sein. Mr. Freeze. Ist Killer Croc dabei? Ist einer meiner absoluten Lieblinge. Aber wer ist denn mein Lieblingsschurke aus dem Batman-Universum? Nun, den wahrscheinlich die meisten kennen werden. Ich vergesse immer den Namen vom anderen. Ja? Den mag ich wegen der Animationsserie. Und zwar Platz 1. Clayface. Absolut. Habe ich nochmal den Glockenturm. Ey, das ist immer so verwirrend, dieses Gebäude. Es ist riesig. Aber ich glaube, ich muss hier durch. Also Platz 1, Clayface. Einfach ein extremst cooler Charakter, wie ich finde. Ich muss auf die Rückseite, glaube ich, ja. Ich muss auf die Rückseite. Oh. Putz, hier hoch. Und Platz 2, ich vergesse immer seinen Namen. Das ist so ein gefängniswerter Dude. Heißt der Striker? Nee. Nee, Striker war es nicht. Er hat auch so einen ganz dämlichen, generischen Allerweltsname. Aber ich war halt damals ein großer Fan von der Animationsserie. Da gab es eben diesen Gefängniswärter, der halt die Ungerechtigkeit und die milden Strafen und so nicht mehr ausgehalten hat und dann Selbstjustiz gemacht hat. Und den fand ich so beeindruckend als Kiddo damals, dass der immer einer meiner Lieblinge sein wird. Ey, ich hole jetzt mein Bike. Ich check's nicht, wie man in diesen Turm kommt, ohne dass dir das Bike es vorgaukelt. Die Gangs werden dich zerlegen. Die Gangs werden mich zerlegen? Dankeschön. Es tut gut zu wissen, dass die Bürger immer auf meiner Seite sind. Oh, sorry, Alter. Sorry. Ja, guck hier rein. Hier rum. Darunter. Die Wand. Muss man sich auch erstmal merken. Nacht 2. Verbrechen verhindert 1. Aha. Okay. Polizisten gerettet 2. Harley hat Batman also kontaktiert mit, keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Babs, Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach ab. Dann sehen wir schon. Oh Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Oh. Warte. War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hat irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. An der Tafel stehen neue Informationen. Alright. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.
dann geht's zu Harley. Meinst du echt, wir sollten dieser Harley-Sache nachgehen? Ja, natürlich. Harley ist krank im Kopf, aber es bleibt ein genialer Kopf. Sie hat vielen Leuten geholfen, bevor sie auf Abwege geraten ist. Aber warum sollte sie Batman helfen? Oder uns? Bruce hat Kriminellen immer eine Chance gegeben, sich zu ändern. Vielleicht hat sie ans Aussteigen gedacht. 2 Sekunden lang. Ja, also, bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und... Tschüss!